Wahnsinn und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich bin gerade vor der Kano Island Höhle. Hier laufen Skorpione rum und lauter Getier. Ich muss das mal alles wegmachen hier, das ganze Viehzeug. Also was heißt, ich muss nicht. Der Giga wird ja nicht angegriffen von Raptoren und so. Aber da haben wir trotzdem mehr Ruhe, wenn wir jetzt gleich in die Höhle gehen. Alles hört auf mein Kommando. Ruhe hier. Boah, der Skorpion. 204er. Alter Schwede. Himmelarm. Und das... Ach komm, den Raptor lassen wir jetzt leben. Ich habe heute meinen gnädigen Tag. So, ich stelle den Giga direkt vor die Tür. Dann hören wir die Schmerzensschreie, wenn er stirbt. Der steht ja auch auf Passiv, meine ich. Der wird ja eh nicht angegriffen von irgendwas. Hoffe ich zumindest. Also außer Haie. Haie greifen den aus seltsamen, mir unerfindlichen Gründen an. Aber Haie sind ja auch doof. Das sind ja Fressmaschinen. In der Realität natürlich nicht. In der Realität sind Haie sehr schlaue Tiere tatsächlich. Sehr neugierige Tiere. Die alles mal ausprobieren wollen. Auch Surfer. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Ich muss ich noch irgendwas mitnehmen? Nee. Okay, wir haben den Unendlichkeits-Grappling-Hook auch wieder dabei, ja, dass wir uns hier schön grabbeln können. Das ist nämlich in der Höhle sehr wichtig, tatsächlich. Und dann gehen wir mal rein. In die Höhle. In die Kano Island Cave. Und ich habe ja auch noch den Erfahrungspunkte-Boost. Vielleicht ist ja hier auch mal was gespawnt. Ich habe den Erfahrungspunkte-Boost noch vom Explorer-Note, den wir in der letzten Folge aufgesammelt haben. Oh Gott, hier muss ich erstmal tauchen. Hoffentlich ist die Passage nicht länger geworden. Die Tauchpassage. Oh, scheiße. Ich sehe nichts. Das ist immer nicht gut, wenn ich nichts sehe. Oh Gott, wo geht's denn hier weiter? Ah, da. Gott. Das ist ja voll fies. Die haben den Gang so gemacht, dass er da an der Stelle weitergeht, dass man denkt, man muss da lang schwimmen. Aber nee. Da ist nichts. Da geht's einfach nicht weiter an der Stelle. Das ist ja richtig gemein, ey. Oh, was sehen meine zündenden Augen? Ein Kanister. Ein Loot-Kanister. Ein roter auch noch. Moment, da müssen wir hin auf jeden Fall. Kann ich mich darüber grabbeln? Ja. Haha. Das war zwar physikalisch absolut unkorrekt, was da gerade passiert ist, wie ich da lang gedengelt bin, aber egal. Eigentlich hätte ich voll gegen die Wand klatschen müssen. Liebe Kinder, so funktioniert Physik nicht, wie wir es ja gerade gesehen habt, ja. Oh yeah, Journeyman Flak Helmet. Schade, dass es nicht irgendwie Journeyman Schuhe Flak gewesen sind. Damit hätte ich sogar tatsächlich was anfangen können. Aber vielleicht kommt ja nochmal einer. Vielleicht finden wir ja noch einen. So, dann bewegen wir uns mal runter. Oh, das ist echt schön hier mit den Pilzen. Ich mag Pilze. Pilze sind cool. Und schmecken gut. Besonders wenn sie leuchten. Dann leuchtet man nämlich auch. Das sind bestimmt Pilze aus Bayern. Die sollen ja da auch leuchten. Habe ich gehört. So. Hui. So. Hui. Da unten ist das Artefakt. Also so vom reinen grundsätzlichen Layout selber hat sich diese Höhle hier jetzt tatsächlich gar nicht so verändert. Muss ich sagen. Das ist immer noch eigentlich dasselbe Layout. Obwohl hieran kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern an diesen... An diesem steilen Part. Ich war ja jetzt schon sehr oft in den Höhlen gewesen. Und ja, jetzt habe ich ja schon einige Erfahrungen da gesammelt. Aber es gibt keine Viecher wieder, ne? Das ist halt... Oder wahrscheinlich, wenn ich dann wieder rauslaufe, spawnen sie dann wieder. Aber ich muss sagen, echt cool. Also die Gestaltung jetzt von den Höhlen, das Optische, ist auf jeden Fall sehr cool. Die Höhle sieht schon radikal anders aus als die Höhle, die wir vorher gesehen haben. Radikal anders. Und finde auch diese Effekte, diese Membraneffekte, die finde ich echt cool. Die sehen richtig geil aus. Erinnert mich fast schon ein bisschen an Crysis, muss ich sagen. Da gibt es ja auch so diese ganzen Interfaces bei Crysis und so, die basieren ja alle auf so einem Wabeneffekt. Und wenn wir mal hier genau hingucken, diese Membran besteht auch aus so Einzelwaben. Aus so Wabenformen. Wie so Bienenwaben. Das ist wie bei Crysis, da sieht das genauso aus. Da ist ein Explorer-Note, oder? Oh, ich dachte gerade, da knurrt irgendwas, aber das war nur das Kraftfeld. Nehmen wir erstmal den Note.
Mesopithecus! Wieso sind die ungefährlichsten Tiere eigentlich in den gefährlichsten Höhlen zu finden? Also die Explorer-Notes von denen. Was haben wir denn hier? Das Artifact of the Devourer. Devourer. Haben wir hier noch irgendwo ein Explorer-Note? Vielleicht hier in der Ecke? Nee. Ich will jetzt hier wirklich alle Explorer-Notes rausholen. Ich hoffe, es gelingt mir. Hier hinten vielleicht? Nicht, dass ich mir jetzt hier noch irgendwo verbacke. Ich weiß nicht. Ich hoffe, die haben das getestet, wenn man sich da hinzieht, dass man dann nicht verbackt oder so. Das wäre ja schon irgendwie ein bisschen gemein, ne? So, dann würde ich sagen, suchen wir doch mal den Explorer-Note. Es gibt bestimmt noch mindestens einen hier in der Höhle. Es gibt bestimmt immer zwei pro Höhle. Schauen wir doch mal. Wir müssen ja nur nach einer Art Struktur... Ah, okay. Alles klar. Ich habe ihn. Na, was ist es? Megalosaurus. Das passt ja sogar. Der wohnt ja auch in Höhlen. Ist das hier auch? Nee. Ich gehe nochmal hier in die Richtung so ein bisschen gucken. Ich wette, hier würde dann normalerweise auch ein Loot-Drop spawnen oder so. Sag mal... Guckt mal, der Felsen, der sieht so komisch aus. Ach so, das ist wegen dem Membraneffekt. Krass, ich dachte gerade, das wäre irgendwie so eine Art Tarnfeld. Boah, das wäre aber auch cool, wenn in den Höhlen so, sich so dynamisch getarnte, so Tarnvorrichtungsfelsen aufbauen würden, die einfach nur aus Hologrammen bestehen, wo man dann mal durchlaufen kann. Und das dazu führt, dass man in manchen Höhlen dann total verwirrt wird. Verwirrt wird. Dass man der verwirrt wird. Super. Das wäre cool, aber es wird wahrscheinlich nicht kommen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass sie an den Höhlen jetzt nicht mehr viel ändern werden. Bis zum Release. Und der Release soll ja jetzt sein im Frühling. 2017 sollte ich vielleicht dazu sagen. Jetzt denken vielleicht einige, ja, bei dem Tempo wird es wahrscheinlich Frühling 2018. Nee, Frühling 2017 ist jetzt angepeilt worden. Ist natürlich interessant, ne? Dass sie jetzt dann doch noch so zeitnah dann in den Release gehen wollen, in den offiziellen. Zumal ja doch noch eine ganze Ecke Tiere fehlen. Aber ich meine, gut, wenn jetzt natürlich mit jedem Update was rauskommt, wenn da jetzt immer vier Tiere dazukommen, vier neue, dann ist das natürlich... Dann würde das natürlich nicht mehr so lange dauern, ne? Dann wären natürlich sehr schnell alle Tiere nachgeliefert. Obwohl ich fast sagen muss, wenn Ark wirklich mal aus der Early Access raus ist, ich glaube... Da würde mir was fehlen irgendwie. Ich weiß nicht, da würde ich irgendwas vermissen. Ja, das ist schwer zu beschreiben. Das ist so ein Gefühl. Man hat sich so dran gewöhnt, dass in regelmäßigen Abständen neue Tiere kommen, dass neue Spielelemente, neue Gegenstände eingepatcht werden und so. Und dass man sich halt jeden Monat auf mindestens ein Update freuen kann. Man hat sich so dran gewöhnt. Das ist so wie Alltag schon. Das ist... Ja, weiß ich nicht. Ich vermisse das, glaube ich, wenn es soweit ist. Also ich werde das echt vermissen. Ark aus der Early Access. Oder ohne Early Access. Das wird echt ein bisschen... Ich werde das mit einem lachenden und einem weinenden Auge werde ich das erleben, wenn es soweit ist. Also ich werde mich natürlich auch freuen, aber ich werde auch so ein bisschen traurig sein. Moment mal, hier gibt es so eine Wegzweigung. Da unten war der rote Loot-Drop, ne? Den habe ich ja schon mitgenommen. Da muss ich ja dann da drüben gar nicht hin. Ich sehe da auch jetzt nichts, was wie ein Explorer-Note aussehen würde. Das ist, glaube ich, ein Metallstein da drüben. Muss ja auch mal ein bisschen gucken, ob da noch... Wartet mal, Moment mal. Jetzt habe ich was gesehen. Mir war so, als hätte ich da bei dem Pilz... eine Form gesehen, aber ne. Es ist halt auch sehr dunkel, muss ich dazu sagen. Also es ist nicht ganz so dunkel, aber es ist schon auch, also manche Sachen sehen für mich gerade so ein bisschen aus wie andere Sachen, die gar nicht da sind. Aber das ist ja öfters so bei mir. So. Genau, jetzt bin ich wieder... Oh Gott, scheiße, diese kleinen Schweinchen haben hier so kleine Lücken eingebaut. An denen man einfach weiterläuft, weil man sich nichts dabei denkt und dann fällt man direkt runter, so. Müsst ihr aufpassen. Wisst ihr Bescheid, wenn ihr selber mal hier in der Höhle rumlauft. Ja, das war sie jetzt schon, die Karnivorenhöhle. Viel hat sich jetzt nicht verändert, halt vor allem optisch, ne? Aber das Grundlayout ist jetzt eigentlich dasselbe noch.
mit dem Runterklettern und so. Das hat sich jetzt gar nicht verändert eigentlich. Aber ich finde das mit den Kristallen an der Decke und mit den Leuchtepilzen, das finde ich schon richtig scharf. Das sieht richtig geil aus. Das haben sie gut gemacht. Vielleicht, sie hätten vielleicht gameplaymäßig noch ein paar Kleinigkeiten reinfügen können. Und vor allem hätten sie das mit den Tieren, dass die nicht spawnen, mal fixen können. Aber ja gut. Ark ist halt kein Singleplayer-Spiel, ne? Ist halt Multiplayer. Mit Multiplayer-Fokus. Singleplayer ist halt nur so eine Dreingabe und da kümmern sie sich halt irgendwie gar nicht drum. Was ich ein bisschen schade finde. Ich finde wirklich, sie sollten da bei den Höhlen, also zumindest diesen harten Bug mit den Höhlen könnten sie mal fixen im Singleplayer. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Also, aber vielleicht kommt das ja noch ganz zum Schluss irgendwann. So, wir sind draußen, Jetzt ist es bestimmt Nacht. Ist bestimmt dunkel draußen. Sieht so dunkel aus, es kommt kein Tageslicht reingeschienen. Ja, es ist Nacht. Es ist absolut finstere Nacht. Da machen wir doch mal die Fackel an, dass wir jetzt hier nicht in was Gefährliches reinrennen. So, der Giga hat's überlebt. Freude, Freude. Da würde ich doch mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg zur nächsten Höhle. Also beziehungsweise ich laufe jetzt erstmal nochmal zurück zur Base. Ja, ich will mir mal den T-Rex angucken, wie lange der noch braucht. Als ich das letzte Mal geschaut habe, also vor der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, da hatte er noch so, da hatte er die Hälfte schon fast geschafft. Es geht fast ein bisschen zu schnell. Ich glaube, ich muss das wieder ein bisschen runterdrehen mit dem, mit der Babygeschwindigkeit. Das ist irgendwie, das geht mir eine Idee zu schnell. So, wir töten jetzt hier noch ein paar Rexe, wo wir gerade schon dabei sind, weil jetzt gerade noch der XP-Boost am Start ist von den Explorer-Nodes. Da töten wir jetzt hier mal noch ordentlich Tiere. Na, komm mal her, du Argentavis, genau. Boah, ich muss mal den Giga leer machen. Er hat einfach zu viel Zeug-Intus. So, gehen wir dem nochmal Stamina kommen. Ich weiß, ist wahrscheinlich voll die Verschwendung von Engram Points. Das heißt Engram Points von Levelpunkten. Aber ist mir jetzt egal. Stamina ist das, was er am dringendsten braucht. Da gebe ich dem Stamina, auch wenn er halt nur 5 oder 6 Punkte da kriegt oder weniger. Das ist egal jetzt. Alter, wie viel Fleisch du aber auch dabei hast. Gibt es nicht. Dass der doch immer alles mitnimmt, ey. Alles wegschmeißen. Wegschmeißen. Okay, das reicht. So. Ah, die Sonne geht auf. Das ist doch mal perfektes Timing hier. So, ich möchte jetzt auf jeden Fall noch den ein oder anderen Fleischfresser, hier die Kanos, die machen wir jetzt noch platt. Wir nutzen jetzt noch den Level-Boost aus, bevor ich jetzt die Folge beende. Wir nutzen den jetzt noch voll aus. Oh Gott. Freeze! Alter. Diese Freezes, was wäre Ark ohne die Freezes? Was wäre Ark ohne diese Freezes? Es wäre nicht mehr Ark. Komm doch. Verdammt. So, Moment, da vorne ist noch ein Kano, den holen wir uns auch noch. Ah, komm her. Oh, der Level 72, der hat einen Biss vom Giga ausgehalten. Ich habe aber vollsten Respekt vor Tieren, die tatsächlich einen Biss von dem Giga aushalten. Ja, kommt in meinen Mund. Ach du Scheiße, ist ja ein Alpha-Rex, oder? Nee, es hat nur so ausgesehen. das war das Glitzern, das hat nur so ausgesehen von nahem, vom Weiten vor allem. Ich war voll nah dran. Das war meine Fackel, genau. Die hat den so komisch angeleuchtet. Ich dachte jetzt, das wäre ein Alpha-Rex. Ich habe schon Angst gehabt. Ich wollte schon weglaufen. Ich wollte schon schreiend davonrennen. Aber das wäre eh nicht gegangen mit dem Giga. Da hätte ich dann kämpfen müssen. Da hätte ich mich dann drauf einlassen müssen. Aber der Giga hätte es ja geschafft. Ein Alpha-Rex kriegt er ja platt. Und wir sehen rechts unten, wenn wir mal auf meine XP-Leiste gucken, also auf den Pfeil, dann sehen wir, dass ich bald ein Level-Up wieder habe. Und ich bin ja jetzt Level... Ne, Moment, das ist mein Giga. 96, da bin ich Level 97. Ich brauche auch ganz dringend wieder Engram Points. Die gehen langsam zur Neige und ich habe keine Lust, immer diesen Gehirnsaft zu trinken. Der Gehirnsaft, der Platz schafft. Ja, der Platz schafft im Engram Point Wirsing. Rex! Oh, da vorne sind ganz viele Rexe.
Und Karnos und alles. Hoffentlich werden sie nicht aufgefressen, bevor ich komme. Ich will euch doch essen. Ich will euch doch noch essen. Wir haben immer noch 600 Sekunden diesen Boost. Das müssen wir ausnutzen, den Schwung. Den müssen wir ausnutzen. Komm her, komm her. Ja. Jawohl. Kano Island ist echt gut zum Leveln. Da hinten habe ich noch einen Rex gesehen. Vielleicht haben wir ja Glück und es spawnt noch ein Alpha-Rex. Das wäre doch lustig. Moment mal, ist das ein Alpha-Kano? Ich glaube, das ist ein Alpha-Kano da. Ja, es ist ein Alpha-Kano. Wie geil. Komm zu Papa. Komm zu Michse. Komm zu mir. Greif doch mal an. Habe ich den jetzt schon getötet? Nee. Ja, komm her. Komm, komm, komm. Alter, treffe ich den überhaupt? Ich hoffe es. Ha. Jawohl, wir haben ihn. Okay, nice. Boah, was das jetzt für einen Boost gegeben hat. Habt ihr das gesehen, was ich für einen Sprung jetzt gekriegt habe? Alter Schwede. Bevor wir den getötet haben, habe ich noch so ein Fitzelchen von dem untersten Pfeilstrich da gehabt. Und jetzt habe ich plötzlich schon, jetzt bin ich bei dem obersten Pfeilelement, bin ich schon bei der Hälfte jetzt. Was für ein Sprung, bitteschön. Was für ein Sprung. So, der Giga kriegt jetzt erst nochmal richtig Stamina hier. So. Ich weiß, einigen wird wahrscheinlich jetzt das Herz bluten, wenn sie sehen, dass ich den Giga auf Stamina skille. Das ist mir egal, ja. Der hat genug Schadenswerte und genug Leben. Das passt alles. Das passt alles, der Rest, der braucht am dringendsten Stamina. Stamina, Stamina. Oh, zwei Rexe. Auf dem Hintergrund hätte ich euch fast nicht gesehen. Ihr seid richtig gut getarnt. Die Rexe haben nämlich, die Evolution der Rexe hat dazu geführt. Hey, wartet mal, das ist eine Ruine. Das ist ein Explorer-Node. Scheiße, wie geil ist das denn? Moment. Die haben mich hier hingeführt, nämlich die kleinen Säcke. Guckt euch das an. Ha! Dungbeetle, jawohl! Der Kackekäfer! Nice! Ich habe das Kackekäfer-Dossier gefunden! Juhu! Ha! Es war doch gut, dass ich noch ein bisschen hier geblieben bin. Es war doch gut. Aber schön versteckt hier unten drunter. Da wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Wenn die Rexe da nicht gewesen wären, ich hätte das nicht gesehen. Und hier, den Kano hätte ich auch fast nicht gesehen gerade. Ich sehe vieles nicht. Weil ich blind bin. Oh, da hinten ist ein Rexhaufen. Kommt zu mir. Oh, drei Rexe. Drei Rexe, kommt zu mir. Fresst mich. Esst mich. Esst mich. Ja, ja. Wiese auseinanderfliegen, Wiese fliegen. Boah, jetzt haben wir ja wieder hier richtig Boost. Da muss ich ja hier noch bleiben jetzt. Da muss ich das ja jetzt ausnutzen. Ich muss den Schwung nutzen, den Level-Schwung. Ich muss das mitnehmen, die XP. So schnell werde ich nie wieder an XP kommen wie jetzt. Wir laufen jetzt einfach nochmal ein bisschen im Kreis auf Kano Island. Leveln. So sieht das nämlich aus. Leveln. Auf Kano Island kann man eh gut leveln. Aber so mit den Explorer-Note-Boost ist das natürlich richtig Bombe. Explorer Note Boost und Giga. Beste Level-Kombination auf Kano Island. Alter Schwede. Das hältst du ja nicht für möglich hier. Skorpion, willst du was? Willst du was? Haha, Raptoren. Lass mal kacken, genau. Verdauung muss passen. Wo viel reinkommt, muss auch was rauskommen. Das Prinzip der Verdrängung. So. Lal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 
Ich muss euch was erzählen. Die Geschichte vom Zahn. Kommt mal her zu mir. Oh. Ich finde das gut, wenn sie sich alle so versammeln. Dann kann ich einmal reinbeißen und krieg richtig XP. Richtig XP. Aber es tut ihnen weh. Wenn ich sie sehe, dann nehme ich mir ihre XP. Rar, rar. So, bevor ich jetzt noch endgültig durchdrehe, würde ich sagen, ist die Folge an der Stelle zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved. Und dann, ja, laufen wir noch ein bisschen rum über Kano Island und fressen noch ein paar Tiere, solange bis der Boost abgelaufen ist, würde ich sagen. Und dann machen wir uns auf den Weg zur nächsten Höhle. Ich weiß gar nicht, wo die ist, ehrlich gesagt, die nächste Höhle, die nächstgelegene. Ich habe keine Ahnung, da muss ich nochmal nachgucken. Aber egal, die Folge ist jetzt an der Stelle zu Ende. Bis zur nächsten Folge, Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.